Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender. Ich habe den lieben Nick am Start. Wir sind in Türchen 4 und spielen Leipzig gegen Hoffenheim. Hi. Hi. Das ist unsere Prognose fürs Wochenende. Ich bin absolut gespannt. Ich muss mit Leipzig spielen, Leute. Das ist absolut verrückt. Der Nick spielt hier mit Hoffenheim. Er hat ein bisschen die schlechte Mannschaft. Ich weiß gar nicht. Auf was spielst du, wenn du so spielst? Schwierigkeit mäßig? Weltklasse-Legende so. Okay, ja. Ja, dann schauen wir mal. Alter, was haben die denn hier für Trikots? Die habe ich noch nie gesehen. Ja, ich nehme einfach mal die, dass man die auch gut unterscheiden kann. So Leute, wir starten rein ins Prognosenspiel Leipzig-Hoffenheim mit diesen geilen Trikots. Und ja, ich bin gespannt, wie das läuft. Ihr könnt euch hier beim Nick über absolut geile Mikrofonqualität freuen. Das ist richtig nice. Ja, auf die Challenge könnt ihr euch auch gleich freuen. Wird auf jeden Fall richtig, richtig nice. Eh keine Videos machst, lol. Kramaric 1-0. Das kam überraschend. Ich habe selber nicht gedacht, dass der reingeht. Wir waren hier noch ein bisschen am Palabern und schon das 1-0. Ja, Werner. Oh, was für eine Monsterparade war das denn? Mega Reflex. Der Nick hat mir auch gerade schon verraten, dass er auch das öfter mal online spielt, Ultimate Team oder so. Also wird das hier keine einfache Partie. So, jetzt Sabitzer, ich habe zu lange gewartet. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich dachte erst, dass ich lupfen will. Dann dachte ich, da weiß ich nicht, ob ich das kann. Und dann war es zu spät. Ausgeglichenes Spiel. Ja, wobei du eigentlich... Belfodil, der ist unbeweglich. Alter. Der nächste Angriff, jetzt wird's wieder gefährlich. Das war richtig knapp. Das würde ich sagen, ein sehr realistisches Prognosengame. Ja, ich glaube eher, dass Leipzig gewinnt. Meinst du? Ja, ich tippe mal so ein 4-1 oder so. Was? So hoch? Oh, ja. Jetzt Paulsen, jetzt mal den Lupfer. Ein Kuku! Ja, ein Kuku! Oh. So ein geiler Spieler. Ich hab's von Anfang an gewusst. Naja, es war natürlich nur ein Abpraller. Kein so ein wunderbar schönes Tor. Aber es tut auf jeden Fall gut, weil ich hier deutlich nicht die bessere Mannschaft bin. In die Halbzeit retten, das ist die Aufgabe. Komm schon. Nein. Ja. Das ist bitter, aber auch nicht unverdient. 2-1 für Hoffenheim. Back. Leute, schnell. Oh, schade. So, Leute, Halbzeit. 2-1, nicht unverdient, wie gesagt. Also, man sieht es auch hier. Also, gut, 3 Schüsse, 3 aufs Tor habe ich auch geschafft. Aber so gefährlich war ich auf jeden Fall nicht, wie der liebe Nick hier. Und deswegen ist es absolut in Ordnung. Nein, Gulaschi und der Abpraller, 3-1, ist das schon die Entscheidung? Der Joker, Damian. Ist das schon die Entscheidung? Fragezeichen, wer weiß. Jetzt Paulsen, ja, er geht rein. 2-3, Anschluss, wiederhergestellt, noch nicht die Entscheidung, aber, ja, du führst immer noch. War aber nicht schlecht gemacht. War aber schön rausgespielt. Sah schick aus. Immerhin. Dankeschön. Boah, keine Ahnung, was ich da machen soll. Direkt? Ja. Wenn ich sowas könnte. Komm jetzt! Oh, oh, wie gut war das denn? Und dann geht er denn an die Latte. Scheiße, Leute, das war die Chance für den Ausgleich. Dreck. Knapp. Scheiße, da unten ist einer. Dreck. Da komme ich nicht hin. Marin. Da komme ich nicht hin. Boah, der köpft den hoch. So, wir hatten die Chance zum. Wir hatten die Chance zum Ausgleich schon. Vielleicht kriegen wir sie nochmal. Ich weiß es nicht.
Komm, bring doch die Flanke. Ach Mann, das war so schlecht. Ich hätte es besser machen müssen. Das wollte ich nicht. Oh lol, lol. Ich hab zu oft geskippt. Ja, es wäre auch ein bisschen unfair, wenn ich den gemacht hätte. Alter, ich weiß nicht wohin. Jetzt. Oh nee, da ist er frei. Jawohl. Oh. 3 zu 3. 3 zu 3 durch den eingewechselten, ich weiß nicht wie er heißt. Kutscher. Matthias Kunja, oder? Kutscher, Kunja, ich habe gar keine Ahnung. Geiler Typ auf jeden Fall. 3 zu 3, Leipzig kommt zurück. Vorbei ist es noch nicht. 86. Als Bayern-Fan wären 3-3 in Real Life nicht schlecht. Das sowieso. Nein, nein, nein! Ja! Weil er den Ball nicht weghaut. Ich habe sogar auf Kreis gedrückt. Dreck. Ich habe sogar auf Kreis gedrückt, um ihn wegzuschießen. 4 zu 3. Also das in echt wäre auf jeden Fall ein krasses Spiel. Oh nein, er ist nochmal durchgekommen. Ja, Krabbeck. Ist noch nicht vorbei, als ob. Weg damit! Nein, der passt auf Scheiße. Schack. Raus! Fuck. 4 zu 3. Der Nick hat gewonnen. Es war nochmal ganz, ganz knapp zum Schluss. Wäre auf jeden Fall ein krasses Ergebnis in echt. Das war unsere Prognose. Leipzig gegen Hoffenheim. Und jetzt gehen wir rüber in unsere krasse Challenge. Lol. Also kann man den bei online nicht Zufall drücken. FIFA ist so komisch. Hä? Oder wir lassen einfach immer durchrattern. Nee, nee, wir machen eine andere Lösung. Oder durchrattern geht auch. Ja, dann muss halt Stopp sagen. Ja, okay, ja, dann machen wir das so. Aber erst bei Land, dann bei... Ja, ja, erst bei Land und dann bei Mannschaft. Alter, das ist so dumm, dass man in FIFA keinen Zufall im Online-Spiel machen kann. Warum? Egal, okay, dann geh oben auf Land. Ja. Und... dann da mal durch. Mach. Stopp. Och, Argentinien. Nee. Okay, dann gehst du nach unten und dann ratterst auch mal durch und dann sage ich jetzt stopp. Und dann bist du bei Huracan. Geil, 70. Das kann auch noch schlechter gehen. Dann ratte ich mal durch. Jo. Stopp. England. Och, lol. Nee. Und das ist ja richtig geil. Okay, ja, weiter. Stopp. Aston Villa. Ja. Ja, okay. Besser, es geht. So. Es hätte viel, viel schlimmer kommen können für dich. Aber es geht auf jeden Fall. So, das sind unsere Teams für unsere Challenge. So, Leute, und damit starten wir rein in die Challenge. Unsere heutige Challenge ist Freistöße in FIFA. Der Gast darf starten, heißt, du kriegst den Ball. Ich würde mal sagen, wir stellen auf sehr offensiv, damit unsere Mannschaft quasi nicht in der Verteidigung ist, damit ich dich besser umhauen kann. Du darfst dir jetzt quasi eine Position raussuchen. Ist da in Ordnung? Dann hau ich dich einfach mal um. Und dann... Oh, danke ich. Als ob... Er hat es als Vorteil genommen. Wie dumm ist das denn? Ja, das wird ein bisschen crazy. So, Leute, wir machen jeder 10 Freistöße ohne Torwart verstellen. Und ja, mal gucken. Mal gucken, was passiert. Als ob. Der erste Freistoß geht rein. Was? Ich habe absolut keine Ahnung, wie man in FIFA Freistöße schießt. Und du machst den ersten rein. Lol. Okay, Leute, wir probieren auf jeden Fall aus, würde ich sagen, zumindest mache ich das, verschiedene Freistoßvarianten zu machen. Also, ich mache mal jetzt zum Beispiel einen Curve, der absolut gut funktioniert hat. Also, bei mir ist Dings Flatterball reingegangen gerade. Als ob. Wir machen auf jeden Fall unterschiedliche, also ich mache ein paar unterschiedliche mal. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall absolut verrückt. So, zweiter Freistoß. Okay, ich probier's mal. Mitspringen, oder? Mitspringen kann man schon, ja. Okay. Oh, oh, was ist nicht drin? Als auch. Oh, der Web, der hat perfekt gepasst. So, dann machen wir den zweiten.
Oh, der war genau auf dem Torwart. Ja, ich wollte ihn noch weiter in die Ecke, aber es hat nicht ganz funktioniert. Okay, der dritte Freistoß, der war leider nicht so gut. Okay, jetzt kommt mein dritter, ich bin gespannt. Also bisher, einen konntest du verwandeln, den ersten direkt. Das hat bei mir schon ein bisschen Druck ausgelöst. Die anderen zwei hast du zum Glück nicht gemacht. Wir probieren... Spieler auf Linie stellen. Nee, das nicht. Wir probieren mal einen Topspin. Ah, fuck, ich habe sogar grün getroffen. Wie krass ist das denn? Topspins sind nicht so gut, finde ich. Okay, vierter Freistoß von Nick. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, Alter, zum Glück machst du die nicht. Das ist richtig, richtig wichtig für mich. Das ist so schwer, mit denen zu zielen. Ja, ich weiß, weil die so Kackwerte haben. So, ja. Aber das ist ja noch mehr die Challenge, dass es hier so Kack-Zufallsteams sind. Das klappt so nicht. Oh, er war gar nicht so schlecht. Ich dachte, der kommt schlechter. Naja, egal, es ist eh Halbzeit. Okay, wir haben beide vier geschossen. Ganz crazy. Was war das denn für ein Freistoß? Was war das für eine Taktik? Hä, der war ja gar nicht schlecht, oder? Nee. Ich habe einfach voll in die linke Ecke voll gezogen. Mein gut, der Torwart steht halt da, aber mit so einer Wucht, weißt du nie, kann er auch reingehen. Wehe, du machst den ersten jetzt wieder rein. Och nee, der ist nicht gut. Finde ich gut, dass er nicht gut ist. okay, jetzt hast du fünf. Jetzt hast du fünf, jetzt kommt mein fünfter. Mach einen Curve wieder mal. Komm schon. Mann, oh. Alter. Ich krieg's nicht hin. Der war knapp. Beide fünf. Alter, die Mauer wird kleiner. Ich will das nicht. Hallo. Der kommt. Boah. Oh. Scheiße. Der war grün, ist sein Finish. So, dein Sechster, jetzt mache ich meinen Sechsten. Ich müsste jetzt auch mal treffen irgendwann vielleicht. Dass es nicht so einen Modus gibt, Elfmeterschießen, Freistoß. Ja, das finde ich auch schade. Es gab ja mal Elfmeterschießen, glaube ich. Lol, oh, ich habe doch, ich habe sogar gedrückt. Lol, als ob der reingeht. Oh. Ah, der kommt, glaube ich. Torwart hat ihn sehr stark. Wichtig, wichtig, wichtig. Es ist so schwer, mit den guten Freistößen zu schießen. Okay, jetzt hast du sieben, soweit ich weiß. Kann das sein? Alter, das war so schlecht. Das war nicht geplant. Lass mich noch einen machen, du hattest ja auch gar zwei. Achso, stimmt. Okay, siebter von mir, dann haben wir beide sieben. Wir probieren einen Außenriss, wenn ich diesen Scheißpunkt mal halbwegs da halten könnte. Alter, der schießt gleich von alleine, weil ich den Punkt da nicht halten kann. Was war das denn? Ich hab den Außenriss. Ja, ich hab probiert, einen Außenriss zu machen. Hat sehr gut funktioniert. Lol. Oh Gott. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Boah, Torwart, so wichtig. Hieden. Bei dir stehen drei kleine Typen einfach in der Mauer. Das ist echt nice. Der ist, glaube ich, drei Köpfe größer, wo ich jetzt hingeschoben habe. Oh, nein, knappe. Dreck. Das gibt's knapp. Nicht. Boah, das direkt. Ich war doch mir der Arm weggerissen. Direkt rot. Aber es hat auf jeden Fall gut funktioniert. So, wenn du jetzt triffst, dann habe ich eigentlich schon fast verloren. Aber der warum war geht der in die Seite? So, Leute, das ist mein neunter Freistoß schon. Du hast deinen neunten gerade eben gemacht. Einer ist drin gewesen. Einer. Oh! Ah, Mann, ich krieg den Ball nicht rein. In FIFA ist das so schwierig. Jetzt habe ich Angst, Leute. Ich tausche jetzt meinen Freistoßschützen. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Ich stell alle in die Mauer. Hab ich. Die ich hab. Alle in die Mauer. Geht rein. Den anderen auch noch. Oh nein, der geht wieder so in die Seite. Das ist ja. Okay, einen Freistoß habe ich noch. Und das ist die letzte Chance auszugleichen. Die allerletzte Möglichkeit in diesem Spiel, irgendwas zu reißen. Jetzt durch diesen Freistoß, er geht nicht rein. Damit hast du 1:0 gewonnen. 10 Freistöße haben beide gehabt und nur einer ist aus 20 Freistößen reingegangen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, absolut crazy. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, Nick. Danke, dass du dabei warst. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei Türchen Nummer 5. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.